Ihr möchtet einen PC in eurem Heimnetzwerk fernsteuern? Das Zauberwort heißt hier Remote Desktop Verbindung. Leider kommt nicht jeder in den Genuss dieses Features. Damit ihr auf einem PC den Remote-Zugriff zulassen könnt, benötigt ihr Windows als Pro-Version. In der Home-Edition könnt ihr zwar einen anderen PC fernsteuern, euren eigenen PC aber nicht für eine solche Remote-Verbindung einrichten. Das heißt, zumindest der PC, den ihr steuern wollt, muss Windows in der Pro-Version installiert haben. Wie ihr eine solche Remote-Desktop-Verbindung zu einem anderen PC in eurem Netzwerk herstellt und was ihr dafür benötigt, zeige ich euch in diesem einfach erklärt Video. Viel Spaß! Um den PC, auf den wir per Remote-Verbindung zugreifen möchten, einzurichten, gehen wir wie folgt vor. Wir klicken auf Start und geben Systemsteuerung ein. Jetzt klicken wir unter System und Sicherheit in der Kategorie System auf Remote-Zugriff zulassen. Nun öffnet sich das Fenster Systemeigenschaften und wir befinden uns auf dem Register Remote. Hier wählen wir unter Remote Desktop die Option Remote-Verbindung mit diesem Computer zulassen. Je nachdem, wie der PC eingerichtet ist, erhalten wir noch eine Meldung, dass wir nicht auf diesen PC zugreifen können, wenn dieser sich im Energiesparmodus oder Ruhezustand befindet. Wenn ihr also jederzeit auf diesen PC zugreifen möchtet, solltet ihr ihn so konfigurieren, dass er entsprechend nicht in den Ruhezustand oder den Energiesparmodus wechselt. Wir bestätigen das Systemeigenschaftenfenster mit OK und haben den PC, auf den wir zugreifen möchten, soweit konfiguriert. Was wir zum Fernsteuern dieses PCs jetzt noch benötigen, ist die IP-Adresse oder den Namen des PCs. Die IP-Adresse finden wir folgendermaßen heraus. Wir öffnen die Windows-Eingabeaufforderung und geben Folgendes ein. Windows listet nun sämtliche Netzwerkadapter auf und zeigt uns einige Informationen zu diesen. Unter anderem die IP-Adresse. Wir suchen also, falls Windows hier mehrere Adapter listet, den entsprechenden heraus und merken uns die IP-Adresse. Den Namen des Computers finden wir schneller. Wir klicken auf Start und geben hier PC-Namen anzeigen ein. Hier sehen wir ganz oben den Namen des PCs, den wir hier auch bei Bedarf umbenennen können. Okay, dann stellen wir mal eine Verbindung mit diesem Rechner her. Der PC, von dem aus wir auf den Remote-PC zugreifen möchten, bedarf keiner besonderen Konfigurierung. Um eine Verbindung mit dem Remote-PC herzustellen, gehen wir folgendermaßen vor. Wir klicken auf Start und geben Remote ein. Jetzt klicken wir auf Remote Desktop Verbindung. Hier geben wir nun den Namen oder die IP-Adresse des Computers ein, auf den wir zugreifen möchten. Sobald wir nun auf Verbinden klicken, öffnet sich das Fenster Windows Sicherheit. Hier müssen wir das Kennwort für den PC eingeben, auf den wir zugreifen möchten. Wir können die Anmeldedaten auch für spätere Verbindungen speichern. Wir klicken auf Verbinden und erhalten im Normalfall jetzt eine Meldung über ein ungültiges Zertifikat. Da wir uns ja mit einem bekannten PC in unserem Netzwerk verbinden, müssen wir uns hierüber keine Gedanken machen. Wenn ihr nicht wollt, dass beim nächsten Mal, wenn ihr euch mit diesem PC verbindet, diese Meldung erneut erscheint, könnt ihr einfach ein Häkchen bei "Nicht erneut nach Verbindungen mit diesem Computer fragen" aktivieren. Jetzt klicken wir auf Ja und unsere Verbindung wird hergestellt. Ihr könnt jetzt mit ein wenig Verzögerung den Remote-PC bedienen, konfigurieren oder was auch immer der Zweck der Verbindung ist. Mit einer solchen Remote-Desktop-Verbindung habt ihr im Grunde vollen Zugriff auf den ferngesteuerten PC.
Wie ihr seht, könnt ihr hier nun alles Mögliche einsehen und konfigurieren. Über die Leiste am oberen Bildschirmrand könnt ihr die Verbindung bzw. das Remote-Fenster steuern. Hier könnt ihr beispielsweise das Fenster vergrößern und verkleinern und mit dem typischen X trennt ihr die Verbindung mit dem Remote-PC. Wir haben jetzt gesehen, wie einfach man mit Windows-Bordmitteln einen PC im eigenen Netzwerk fernsteuern kann. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Remote-Desktop-Verbindung häufiger benutzt oder vorhabt, häufiger zu benutzen. Denkt außerdem daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Kostet beides nichts und ihr unterstützt das Wachstum dieses Kanals dadurch enorm. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.